Hallihallo, der dritte Spieler heißt euch herzlich willkommen zu einem Unpacking der etwas anderen Art. Mein Name ist Paladin Fenris und für euch hinter Gamepad, Tastatur, Maus und Monitor, wenn man so will. In diesem Video geht es um das aktuell laufende Humble Indie Bundle 8 und ich will euch einen kurzen Eindruck vermitteln von all den Spielen aus dem Bundle. Und ich würde sagen, wir starten direkt erstmal mit dem ersten Spiel aus der Reihe. Und zwar ist das Awesome Nauts. Da tun wir mal die Maus hier aus dem Weg. Das Random. Nein, Random machen wir nicht. Wir nehmen... Warum ist der locked? Ich verstehe es nicht. Nein, da. Nehmen wir was... Warum ist der Charakter locked? Ich verstehe es nicht. Nein. Nehmen wir... Bin mir nicht sicher, ob ich... Ja, habe ich schon. Run. Gut. Nehmen wir diesen Charakter. Oh yeah, Rock'n'Roll. So. Awesome Nauts ist ein 3 vs. 3 MOBA von Runimo Games. Runimo Games ist ein... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Entwickler aus den Niederlanden. Und ich konnte... Nehmen wir erstmal hier. Ah, so als. So, erstmal hier. Zack, zack. Und das und. Und. Ah, ist gar nicht so einfach. So. Und Start. So, wie gesagt, Awesome Nauts 3 vs. 3 MOBA. Und, es hat so in dem Stil dieser Samstagmorgen-Cartoons gemacht. Sehr witzig. Sehr charmanter Stil. Und man wählt sich sein Charakter aus, sein Skillset. Und dann geht es los. So, erstmal Shopping. Was haben wir hier? Ja. Und es geht los. Also das Ziel des Spiels ist es, mit seinen Mitspielern zusammen die gegnerische Basis zu stören und den gigantischen Bohrer auszuschalten. So. Und dass die anderen Spieler da was gegen haben, sollte sich ja von selber verstehen. Fallschaden gibt es zum Glück keinen. Meth killed you. Ja, das stimmt sogar in mehr als einer Hinsicht. So, mit jedem Tod steigt uns auch die Zeit für den Respawn. Man wird dann wieder mit so einer witzigen Kapsel aus dem Orbit in den Level geschossen. So. Haben wir da irgendwas Witziges? Nein. No money. Egal, weiter geht's. So, je nachdem, wie gut das Team zusammenarbeitet, kann so eine Runde entweder schneller oder langsamer vorbeigehen. Ich glaube, hier könnte es in der Tat ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Warum haben die alle diesen Frosch im Team? Ich kapiere es nicht. Damn it! Fire.
Das gegnerische Team scheint sich auf Frösche spezialisiert zu haben. Lass euch jetzt nicht von meinen wirklich verdammt schlechten Skills entmutigen. Denn unter der Haube ist das Ding eine ziemlich spaßige Sache. Ist im Indie-Bundle standardmäßig dabei. Es gibt einen... Moment. Okay, so, das haben wir. Es gibt einen Chicken-Skin für den Roboter Clank. Den gibt es exklusiv nur über das Humble Indie-Bundle. Und ja. Und wie gesagt, ist standardmäßig mit dabei, inklusive der Soundtrack zum Spiel. Und ja, der Spielen dieses Genres etwas abgewinnen kann. Sollte mal einen näheren Blick riskieren. Wie gesagt, Soundtrack ist dabei. Das Ding ist standardmäßig im Handel in die Bundle dabei. Macht Laune. Ein Wort dazu. So wie alle Spiele im Bundle gibt es auch eine DRM-freie Version. Bei dieser allerdings gibt es einen kleinen Nachteil, dass man die DRM-freie Version nicht im Online-Multiplayer spielen kann. Der Wurm. Verdammt. Das war knapp. Wie gesagt, die DRM-freie Version lässt sich nur offline gegen Bots spielen. Der eigentliche Spaß kommt im Multiplayer. Wobei meines Wissens gibt es auch noch einen Splitscreen-Multiplayer. Also, ja. Haut herein. So, Moment, blind, yes. Blind. Spawn the Droid. Ach, nehmen wir das. Warum auch nicht? So. Turret is under attack. Na, das finden wir aber nicht gut. So, und ich würde sagen, bevor jetzt Zeuge werdet, wie schlecht ich in diesem Spiel eigentlich bin, wechseln wir direkt zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel aus dem Handel in die Bundle 8 ist Little Inferno. Ist von Tomorrow Corporation mit dem Designer Kyle Gabler, der auch schon an World of Goo von 2D Boy beteiligt gewesen ist. Und das Spielegenre würde ich sagen, es ist ein... Ja, es ist ein Kaminfeuer. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber ihr werdet feststellen, sobald ich mit der die Maustaste gedrückt halte und mit der Maus über den Bildschirm fahre, fängt es an zu brennen. Und eigentlich besteht das ganze Spiel daraus, Sachen in Brand zu stecken. Es gibt wohl sowas wie eine Art Story, die sehr schön, sehr minimalistisch, aber sehr schön erzählt ist. So, hier mal die Nutzungsbedingungen unseres tollen Kaminofens. Und sowas lesen wir natürlich unglaublich gerne. Also fackeln wir das Zeug einfach ab. So, und da kommen Münzen raus. Und für die Münzen können wir uns aus einem Katalog neue Sachen holen, die wir in diesen Ofen stecken, um sie zu verbrennen. Das klingt bizarr und eigentlich ist das Spiel auch nicht mehr als das. Ihr steckt die Sachen in den Kamin und zündet sie an. Das ist das ganze Spiel. Und ehrlich gesagt, braucht dieses Spiel auch nicht mehr als das. Die Sachen, wenn ihr sie im Katalog bestellt, die kommen dann zu euch. Und je nachdem auch, wie ihr die Gegenstände, die ihr erhaltet, kombiniert, könnt ihr neue Gegenstände freischalten. Diese kleinen Insekten kann man auch verbrennen. Nicht jedes Material brennt übrigens gleich. Probiert das mal später bei einer Atombombe im Spiel. Nun ja. Machen wir mal ein bisschen Popcorn. Was haltet ihr davon?
Und ehrlich gesagt, ja, das ist Little Inferno. Es ist nicht das seltsamste Stück Software aus dem aktuellen Indie-Bundle, aber mit Sicherheit das, was euch am meisten im Gedächtnis bleiben wird. Den Soundtrack zum Spiel gibt es ebenfalls im Humble Indie-Bundle dazu. Und ja, ich würde sagen, wir verlassen das schöne Kaminfeuer, nachdem wir uns um einen Wecker gekümmert haben. Und um das hier, und um das hier. Und das hier können wir eigentlich auch noch abfackeln. Und ja, ich würde sagen, auf zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel aus dem Handel bin. Handel. Irgendwann kriege ich das auch nochmal ausgesprochen, ohne mir dabei die Zunge zu verknoten. Das nächste Spiel aus dem Humble Indie Bundle ist Thomas Was Alone. Es stammt von Mike Bethel und kann man am besten als eine Art Jump'n'Run-Puzzler mit Rechtecken mit Persönlichkeit bezeichnen. Und wenn ihr jetzt gleich dem Erzähler zuhört, werdet ihr auch sehr schnell verstehen, was gemeint ist. Decided to start listing his observations for posterity. One, the whole alone thing. Two, portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. Three, falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. See what I mean? Diese unglaublich sanfte Stimme des Erzählers. Das ist jetzt die englische Version. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, ob es einen deutschen Sprecher gibt, der ähnlich gut ist. Jedenfalls fantastisch. Und später kommen auch noch weitere von den vier Ecken mit Charakter, Persönlichkeit, Namen etc. dazu, Okay, interesting. die das Ganze Thomas noch ein could fall bisschen past this erweitern. block. Think, damn it, think. What if there was some kind of inverted fall. Some way to, what's the word? Jump. It worked. Thomas had solved the great inverted fall mystery. Ich muss sagen, die Stimme hat so ein bisschen was von GLaDOS aus Portal. Allerdings, wenn GLaDOS die Evil-Version ist, die jeden Bullshit wirklich bissig, böse, sarkastisch und zynisch kommentiert, ist das hier die absolut umgekehrte positive Version des Ganzen. A big jump. But Thomas noted there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. Ui. Ah, der Sprung hat ja gut geklappt. So, diese Rechtecke mit This Persönlichkeit. all Thomas was seemed a alone. little dangerous. The Oh. world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. Sorry, ich wollte jetzt den Erzähler nicht unterbrechen. He was Wie starting to gesagt. suspect it might even be doing so on purpose. Paranoia. Gibt keine Paranoia. So, jedenfalls, das Ding ist. Well. This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. Well, learning by doing, learning by falling into water. It seems. So, und wie gesagt, das Ding gibt's im This Handel all Indie Bundle. seemed a Ist little vor einiger dangerous. Zeit The auch world was auf not der to be PlayStation trusted. 3 und der PS Vita erschienen. Sogar kostenlos im Rahmen des This all PlayStation seemed Network a little dangerous. Plus The world was not to be trusted. It was Abonnements. unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. Ja, wie gesagt, im Humble Indie Bundle bekommt ihr das Ding zusammen mit dem Soundtrack des Spiels.
Und ist auf jeden Fall ein Blick wert, die mal ein etwas anderes Puzzle Jump Run erleben möchten und sehen wollen, vielleicht wollen sie das sehen, wie viel Charakter in so einem kleinen Rechteck stecken kann. Und dieses rote Rechteck namens Thomas wird nicht das einzige Rechteck in diesem Spiel bleiben. Es gibt eine Vielzahl anderer Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften, die ihr stellenweise kombinieren müsst, um weiterzukommen. Erinnert in der Hinsicht dann ein bisschen an The Lost Vikings damals von Blizzard. Und ja, das war es erstmal vom Thomas Was Alone und wir gehen weiter zum nächsten Spiel aus dem Humble Indie Bande. HIB8 HIB. Na, was soll's? Nee, ich kürze es nicht ab. Es ist lustiger, wenn ich mir dabei die Zunge verknote. Ab geht's weiter mit dem nächsten Spiel. So, und da sind wir auch schon mit dem nächsten Spiel. Das hier ist Capsized von Alien Trap Games. Ein 2D-Plattformer, der uns in die Rolle eines Astronauten versetzt, der auf einem Planeten notgelandet ist. So, es spielt sich so ein bisschen so 2D Jump-Run-mäßig, gleichzeitig aber auch so wie ein Twin-Stick-Shooter, wenn einem das was sagt. Dem linken Stick bewegen wir uns und springen und mit dem rechten Stick zielen und schießen. So, das Ding unterstützt zum Glück Controller und lässt sich damit dann doch ziemlich gut spielen. Vom Zielsystem her und Bewegungsablauf ähnlich wie das wirklich großartige Terraria. Spiel dazu im Humble Indie Bundle. Ha, jetzt habe ich es endlich mal richtig ausgesprochen. Gar nicht mal so schlecht. So. Das Spiel scheint übrigens in mehrere Missionen, kann man das so sagen, Missionen unterteilt zu sein. Schwierigkeitsgrad lässt sich einstellen, ebenso Controllersteuerung. Dem Zockervergnügen steht also eigentlich nicht viel im Weg. Eigentlich überhaupt nicht. Eine interessante Kiste und ist auf jeden Fall mitunter eins der Glanzstücke des aktuellen Humble Indie Bundle. Aber irgendwann verschlucke ich mich nochmal. Andere Sprache von dem Ding. Und ich würde sagen, wir wechseln ohne Umschweife zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel des Humble Indie Bundle ist Dear Esther. Es stammt vom Entwickler The Chinese Room. Und könnte man am ehesten als eine Art Art-Adventure-Novel beschreiben. Das ist das Spiel, was wahrscheinlich am anspruchsvollsten zu meinem mittlerweile doch in die Jahre gekommenen PC
Die Aufnahmequalität stellt mich selber nicht so zufrieden. Ich bitte die miserable Performance zu entschuldigen. Bald habe ich meinen neuen Rechner, dann sieht alles ganz anders aus. Versprochen. Wie gesagt, Dear Esther, sicherlich nicht unumstritten unter Spielern, unter Videospiele-Journalisten. Rezensionen loben und zerreißen das Spiel gleichzeitig. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass es ein richtiges Spiel ist. Es ist eine Erfahrung, auf die man sich einlassen kann. Eine Erfahrung, auf die man sich vielleicht einlassen muss. Es ist wie ein Novel, wo ihr euch durch die Szenerie des Spiels bewegt und dabei der Erzähler quasi das vorliest, was quasi die Story zu sein scheint. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob es vorgelesen ist. Wahrscheinlich ist es auch nur sowas wie ein Brief. Dear Esther könnte ein Brief sein. Das ist sicherlich interessant. Muss man aber ein Fan für sein. Erwartet hier keinen Shooter. Das hier ist anders. Und zwar in jedem Sinne, wie man anders sagen kann. Oh, das scheint eine chemische Formel zu sein. Wer kann diese chemische Formel entziffern? Bitte schreibt es in die Kommentare. Helft mir weiter. CH. Nee, das. Keine Ahnung. Chemie ist zu lange her. So. Dear Esther, wie gesagt, Teil des regulären Humble Indie Bundles Nummer 8. Der Soundtrack ist ebenfalls beim Spiel dabei. Und nachfolgend jetzt die beiden Spiele, die ihr noch zusätzlich bekommt, wenn ihr mehr als den aktuellen Durchschnittspreis beim Humble Indie Bundle bezahlt. Der liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme bei ca. 6 US-Dollar. Und wenn ihr das bezahlt, bekommt ihr die beiden folgenden Spiele noch dazu. Das nächste Spiel ist Proteus und ist eins von den beiden Spielen, die ihr erhaltet, wenn ihr im aktuellen Humble Indie Bundle Nummer 8... Ha! Ich kann es ja nicht aussprechen, ohne zu stolpern. So, wie gesagt, Proteus Humble Indie Bundle 8. Eins von den beiden Extra-Spielen, die ihr bekommt, wenn ihr mehr als den derzeitigen Durchschnittspreis bezahlt. Proteus... wie soll ich das beschreiben? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier steht Creating. Ich schätze mal, das Spiel kreiert eine zufällige Welt und ihr entdeckt diese Welt wahrscheinlich. Das ist das, was ich zumindest verstehen konnte, nachdem ich ein paar sehr, sehr interessante Reviews dazu gelesen habe. Und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer davon, was das Spiel eigentlich ist. Aber vielleicht ist es auch besser so. So, da steht immer noch Creating, also warten wir mal ab. Das Spiel unterstützt übrigens auch Controller. Zeit, ein bisschen was über Proteus selber zu erzählen. Proteus stammt von Ed Key und David Kanaga. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und das Genre, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich ein Adventure, aber ich bin mir nicht sicher, ob es irgendeine Interaktion mit dem Spiel selber gibt. Das werden wir jetzt selber sehen. Das hier ist jetzt so auch so ein bisschen blind, wie auch schon Capsized und Dear Esther. Die anderen Spiele aus dem Bundle hatte ich zumindest früher schon mal in irgendeiner Form angespielt. Awesome Nauts sogar damals auf der Gamescom 2012 zusammen mit den Entwicklern von Ronimo Games. Ich war damals genauso schlecht wie in diesem Video, aber er hatte eine Menge Laune. This goes to you guys from Ronimo Games. Thank you very much for this very awesome game. And I hope to see you this year on Gamescom 2013 in Cologne. Und wieder zurück auf Deutsch im Video. Und es scheint, als sind wir im Wasser. Wow. So, und wir sind... Wir bewegen uns auf eine Insel zu. Grauer Himmel. Ein bisschen träge die Kontrollen. Keine Ahnung, ob wir so langsam sein müssen. Ich weiß aber auch nicht, ob man in diesem Spiel wirklich hetzen will. Das Spiel hat so eine 3D, 2D Pixeloptik. Die Landschaft selber scheint 3D zu sein, die Objekte in ihr sind 2D.
Okay, das habe ich schon mal herausgefunden. Wenn man stehen bleibt, dann setzt man sich automatisch hin. Gut, das ist interessant. Was zum? Ist das eine Steintafel? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Nicht, wenn man stehen bleibt, setzt man sich hin, sondern wenn man A drückt. Auch interessant, gut. Hätte ich jetzt für nicht so anspruchsvoll gehalten, das Spiel, aber mein PC scheint ein paar kleine Probleme damit zu haben. Gut. So alt wie mein PC ist, darf mein PC auch Probleme damit haben. Das ist vollkommen legitim. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel irgendeinen speziellen. Ein spezielles Ziel hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Geschichte zu erzählen hat. Aber eins muss man sagen, das Spiel macht neugierig auf mehr. Da oben scheint irgendwas zu sein. Ich höre auch noch irgendein anderes Geräusch im Hintergrund. Wenn jetzt irgendwo das Slenderman auftaucht, dann schreie ich aber wie ein kleines Mädchen. Das verspreche ich euch. Hey, ein Haus. Wunderbar. Ich wollte erst auf den Hügel, aber. Ja, mal zum Haus. Oh. Können wir hier rein? Nein. Interessant, das Haus scheint keinen direkten Eingang zu haben. Interaktionsmöglichkeit, Fehlanzeige. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wonach das für euch aussieht. Für mich sieht das hier nach einem Friedhof aus. Wahrscheinlich sind das Blumen. Ja, meine lieben Zuschauer, Proteus, eins der beiden Spiele, die ihr als Bonus erhaltet, wenn ihr ein paar Dollar mehr hinlegt. Zusätzlich gibt es noch eine Bonus-EP, Worms Present Nolan Dreams and Memories. So eine Art atmosphärische Musik, irgendetwas. Kann ich noch nicht viel zu sagen, aber wer sowas mag, dem wird es bestimmt gefallen. So. Und nachdem wir jetzt mal den Friedhof hinter uns lassen, würde ich sagen, gehe ich mal zu dem nächsten Kirschbaum da hinten. Und stelle euch das letzte und vielleicht, verzeiht mir die Wortwahl, abgefuckteste Spiel dieser Sammlung vor. So, das ist das letzte Spiel aus dem Humble Indie Bundle. Und zwar handelt es sich hierbei um Hotline Miami von Denaton Games. Würde ich am besten beschreiben als einen 2D Top-Down Action Sick Shit. Und allein der Soundtrack ist schon eine gesonderte Erwähnung wert. Kann sein, dass mein PC es gerade ein bisschen tankt. Keine Ahnung warum. Ich schätze mal, es mag nicht, wenn ich zwei Monitore am Laufen habe. Auf einem habe ich ein Textprogramm offen und auf dem anderen dieses Spiel. Aber ihr seht, worum es geht. Wir sind ein Typ mit einer Maske und es geht darum, alle zu erledigen. Das klingt einfacher, als es eigentlich ist. Die Sache ist nämlich die, wir sind nicht die einzigen, die willens und in der Lage sind, anderen einen Baseballschläger durchs Gesicht zu ziehen.
Das Ganze geht natürlich später auch mit Schusswaffen. Jedenfalls von dem Stil her. Da haben wir es zum Beispiel. Hier bin ich gestorben. Und ich starte am letzten Checkpoint. Das wäre in dem Fall hier wieder das Treppenhaus. Töten oder getötet werden. Das Soundtrack, die schnellen Farbwechsel. Und das Spiel hier eine Zeit lang. Da haben wir es wieder. Und schon wieder tot. Schade, dass das Ganze jetzt momentan nur so langsam aufnimmt, weil im richtigen Tempo ist da ohne Ende Speed hinter. Ah, da haben wir es wieder. Und wenn das schon so langsam ist, ich kann mich schon nochmal für die Aufnahmeperformance entschuldigen, wie schnell muss es dann erst mit der richtigen Spielgeschwindigkeit ablaufen? Punkt ist, es gibt so viel, was in diesem Spiel schief gehen kann. Ihr geht durch eine Tür zum falschen Zeitpunkt und alles geht mehr oder weniger den Bach runter. Was meistens damit endet, dass ihr den gesamten Level von neu starten dürft. In diesem Fall hatte ich Glück. Kann diesen Koffer an mich nehmen und zum Auto gehen. Das hier ist lediglich die Einleitungsmission, die meines Erachtens auch sehr gut erklärt, wie die Steuerung funktioniert, ist mit ein paar Handgriffen verinnerlicht. Wie gesagt, aber diese Farbwechsel, diese Scanlines im Hintergrund, die Pixeloptik, der Sound, das alles ist ein unglaublich wahnsinniger Trip. Ich würde das Spiel niemals unter Alkoholeinfluss spielen wollen oder anderen Substanzen. Wie gesagt, sick shit, aber absolut genial. Wenn du ein bisschen für solche Spiele übrig hat oder vielleicht sogar einen der älteren Grand Theft Auto Titel gespielt hat, wird hier seinen absoluten Liebling finden. So. Wir müssen uns erstmal übergeben. Schöne hellgrüne Kotze, warum auch nicht. So, wie gesagt, das ist das Humble Indie Bundle Nummer 8. Gibt es auf www.humblebundle.com. Und wer sich diese Spiele zu eigen machen möchte, sollte auf diese Seite gehen und ein bisschen was investieren. Ab einem US-Dollar gibt es einlösbare Steam-Keys. Sämtliche Spiele lassen sich auch als DRM-freie Version herunterladen. Das heißt, es gibt keine Kopierschutzmechanismen. Installiert es auf so vielen Rechnern, wie ihr wollt. Für fast alle Spiele gibt es zudem die Soundtracks dazu. Den Soundtrack von Hotline Miami gibt es dazu leider nicht. Aber die downloadbaren DRM-freien Versionen gibt es für die Betriebssysteme Windows, Mac OS X und Linux. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese... Mücke. Ich hoffe, euch hat diese kleine Übersicht zum Humble Indie Bundle gefallen. Mein Name ist Paladin Fenris. Das war ein Video für meinen schönen kleinen YouTube-Kanal, der dritte Spieler. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das aktuelle Humble Indie Bundle findet. Gebt uns einen Daumen nach oben und ich würde sagen, gebt mal auf die Seite und sichert euch eins der besten Pakete momentan, die es als Indie Bundle so zu haben.
Genau, ganz wichtig, bevor ich das vergesse, das Indie-Bundle ist für circa 2 Wochen zu haben. Schließlich 12. Juni Zeit, ich glaube sogar noch der 13., um euch das 8. Humble Indie Bundle zu sichern.